Du bist ein Loser. Das ist der Satz, den vielen von euch in den Kopf kommt, nachdem ihr mit einem Mädchen geredet habt. Deshalb habt ihr mir die Frage gestellt. Ey, wie redet man mit einem Mädchen? Soll ich meinen Crush ansprechen? Wie kriege ich meine erste Freundin? Wieso bin ich nervös und kack mich an, wenn Mädchen im Raum sind? Keine Sorge, kleiner Mann, denn heute gebe ich euch die ultimativen Tipps, wie man erfolgreich mit einem Mädchen redet. Ich garantiere euch, dass wenn ihr das Video bis zum Ende anschaut, viel besser bei Frauen ankommt. Mein Name ist James und willkommen zu der ersten Ausgabe von Einfach erklärt mit James. Warnung, die gezeigten Tipps dienen nur zur Unterhaltung. Nehmt die Witze von James nicht zu ernst. Olaf Scholz, mach den Döner bitte 3 Euro. Danke. Als heutiges Beispiel nehmen wir diesen Typen. Lass ihn Kevin nennen. Da kommen wir schon direkt zum ersten Tipp. Achte auf dein Aussehen. Wenn du kleiner Rotzlöffel so zu einer Chaya gehst, dann kann nur sowas dabei rauskommen. Hey! Ich habe gesehen, dass du alleine sitzt und dann habe ich mir gedacht, dass du dann alleine bist, weil du alleine sitzt und ich bin auch immer alleine. Ich sitze auch immer alleine dort vorne und warte, scheiß mal ganz. Ich habe so oft das Wort alleine gesagt. Allein, allein, allein. Das hört sich voll komisch an, wenn man so oft sagt, so allein, 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 allein. Egal, vergiss. du gehst doch in die Klasse 3A, oder? Oder? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du bist der hässlichste Typ, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Sprich mich nie wieder an. Okay, ansonsten rufe ich die Polizei. Ich habe es verstanden. Vertrau mir, kleiner Bro, du kannst der coolste und lustigste Typ sein. Aber wenn du nicht auf den Aussehen achtest, dann bringt dir das Ganze gar nichts. Als kleines Beispiel, ein Kuchen, der nicht gut ausschaut, aber gut schmeckt. Wenn er nicht gut ausschaut, willst du den essen? Wenn du ein kleiner Fettsack bist, ja okay, dann schon. Aber so ein normaler Mensch, wenn dein Kuchen nicht gut ausschaut, dann esse ich den nicht. So, ich denke mir so, was ist das für ein Kuchen, Alter? Also das Erste, was dir raten würde, nimm deine Brille ab. Ey, warte, dann sehe ich nichts. Ey, dann sehe ich nichts, wie? Little Bro, wenn keine Chayas am Start sind, dann gibt es nicht einmal was zum Sehen. Also weg mit der Brille, weg damit, die brauchst du nicht. Gut, in der Tasche neben dir habe ich dir ein Basic Outfit mitgenommen. Das ziehst du jetzt an und wir machen weiter mit Tipp 2. Einfach erklärt mit James! Tipp Nummer 2. Der richtige Augenkontakt. Wenn du mit deinem Mädchen redest, schau ihr in die Augen. Wenn du ihr beim Reden in die Augen schaust, dann zeigt es, dass du selbstbewusst bist. Aber gerade bist du es nicht. Gerade bist du so. Kevin. Ja? Ich habe kurz nicht aufgepasst. Welche Seiten kommen zum Test? Kann ich dir sagen, kein Problem. Also, der Lehrer meinte, dass alle Arbeitsblätter und auch die Buchseiten kommen, die wir dieses Jahr alle durchgenommen haben. Und meine Frage ist jetzt, ob ich dich auch durchnehmen darf. Heilige Scheiße. What the fuck? Vergessen wir einfach den letzten Part. Aber Digga, wohin schaust du? Ist da oben deine Mutter mit dem Pausenbrot oder was? Schau ihr in die Augen. Nein, nein, warte mal. Stell dir vor, ich mache das Video und ich schaue nicht in eure Augen rein, sondern dorthin. Ich rede so, ja, hallo, mein Name ist James und deine Mutter mit dem Pausenbrot. Nein, in die Augen. Melanie? Was ist? Sorry nochmal wegen davor, das habe ich nicht so gemeint mit dem Durchnehmen. So, das war eigentlich nur Spaß, okay? Bro, rede ich japanisch oder was? Ich habe gesagt, in ihre Augen schauen, nicht in ihre Seele starren. Okay, schaut zu, ich zeige euch, wie es richtig geht. Habt ihr gesehen? Kurzer Blick zu den Augen, runter zu den Lippen und dann wieder rauf zu den Augen. Das Ganze noch einmal. Einfach erklärt mit James! Tipp Nummer 3. Das bist du. Hör auf zu lachen. Ich weiß, das wird dem einen oder anderen nicht gefallen, aber chill. Du musst nicht immer lachen. Digga, bist du Mickey Mouse? Wenn du Mickey Mouse bist, okay, dann lach die ganze Zeit. Aber wir wollen cool sein. Wir wollen so sein wie Batman. Wann hast du Batman lachen gesehen? Der Typ lacht nie. Stell dir vor, sie hat die Wahl, Eis essen zu gehen mit Batman oder mit dir, Mickey Mouse. Du gehst höchstens mit ihrem kleinen Bruder Eis essen. Verstehst du, was ich meine? Dings, was machst du heute noch so? Keine Ahnung. Keine Ahnung, also hast du heute nichts vor, oder? Willst du mit mir etwas machen? Ja. Okay, ja, dann habe ich heute schon etwas vor. Sorry. Ey, Mickey Maus, beruhig dich. Wir sind nicht in deinem Wunderhaus. Wir sind in der realen Welt. Was sind überhaupt die Gründe, dass du lächelst? Digga, kein Mädchen will dich. Da gibt es nichts zum Lachen. Digga. Hoppala. Digga, was sind die Gründe, dass du lächelst? Keine Frau will dich. Da gibt es nichts zum Lachen. So, so, so. Deine hässliche Nase. Und so. Einfach. So. Normal. Nicht. Hihihi. Nicht so. Und mit den Hasenzähnen. Nein!
Nein, ist nicht cool. Yo, hey. Hast du heute schon etwas vor? Gang, gang. Ja. Okay, jetzt bist du einfach nur die Emo-Variante von Mickey Mouse. Ich meine damit nicht, dass du traurig und lustlos sein sollst, sondern dass du das Mädchen wie einen normalen Menschen behandeln sollst. Digga, das ist nicht Shakira. Das ist Melanie aus der 3A. Ihr geht in die gleiche Schule. Chill. Einfach erklärt mit James. Tipp Nummer 4. Die richtige Sitzposition. Es ist erschreckend, auf was für Details Frauen achten. Die richtige Sitzposition. Und das ist definitiv nicht das, was ich meine. Bro, hast du Steine von Jamaika bis nach Usbekistan getragen, dass du so ausschaust? Setz dich gerade und aufrecht hin und gib ihr das Gefühl, dass du einen gesunden Rücken hast. Oder glaubst du, sie will jemanden mit einem krüppeligen Rücken, dessen Rücken noch schlimmer als der Rücken von meinem Rücken von Onkel ist? Ja, so ist gut. Einfach erklärt mit James! Tipp Nummer 5. Stell ihr interessante Fragen. Du fragst dich. Wieso antwortet sie immer so kurz? Wieso stellt sie mir keine Fragen? Ja, Bro, ganz einfach, weil du dich so anhörst. Ey, Melanie, wie alt bist du? 14. Okay, cool. Hast du Geschwister? Ja. So, wie viele Geschwister? 3. Okay, cool, also 3. Ihr seid also zu dritt, so. Ihr seid die Gang. Ich mag Pizza. Magst du auch Pizza? Wenn ich Pizza alleine esse. Ja. Mit dir? Nein. Digga, bist du ihr Arzt oder? Bro, ehrlich jetzt, was juckt dich das, wie viele Geschwister sie hat? Du stellst diese Frage, weil du keine anderen Fragen im Kopf hast. Aber hey, dafür bin ich doch da. Der Trick hier ist einfach eine Frage zu stellen, wo man danach bis ins Unendliche weiterreden kann. Nach einem Wie viele Geschwister hast du? Kann als Antwort nur eine Zahl kommen. Bro, du bist nicht ihr Mathelehrer. Du bist nicht da, um Zahlen zu hören, sondern du bist da, um eine Konversation zu führen. Ja, okay, James. Aber welche Frage soll ich jetzt stellen? Ganz einfach. Frag sie tiefgründige Sachen. Zum Beispiel, was willst du im Leben erreichen? Oder vor was hast du im Leben am meisten Angst? Das sind Fragen, da kannst du stundenlang darüber reden. Ich zeig's dir. Melanie. Ich mag wirklich deine Art, wie du rüberkommst. Danke. Weißt du, da gibt es eine Sache, die wollte ich schon immer wissen. Was denn? Sag mir, vor was hast du im Leben am meisten Angst? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, jeder Mensch auf der Welt hat seine Ängste und mich interessieren halt deine. Um ehrlich zu sein, habe ich Angst, alleine zu leben. Also ohne Familie, ohne Freunde, das ist meine größte Angst. Siehst du, eine gute Frage und bumm, sie will mit dir reden, sie ist da, ohne diese nervigen Kurzantworten. Jetzt bist du dran, Kevin. Zeig mir, was du drauf hast. Melanie, ich mag ehrlich voll so, du bist gerade so und ich mag so wie du gerade so bist, so, weißt du? Danke. Eine Frage, sehr, sehr ehrlich, okay, sehr ehrlich. Aha, okay. So, stell dir vor, in deinem Leben, okay, in deinem Leben, vor was hast du am meisten Angst? Mit dir auf ein Date zu gehen. Ja, das ist meine größte Angst. Einfach erklärt mit James! Er hat genau die gleiche Frage gestellt, aber eine komplett andere Antwort bekommen. Ihr fragt euch wieso? Die Antwort ist Tipp Nummer 6. Rede langsam. Das ist psychologisch bewiesen. Je langsamer man redet, desto mehr Bedeutung bekommen eure Wörter. Digga, chill, du bist nicht Meadow. Baller meine Paxi Taxi für die Neide. Chill! Nicht baller los? Baller runter. Baller runter. Digga, Melanie, findest du auch den Matheunterricht voll langweilig? Ich finde ihn voll langweilig, weil immer wenn ich eine Aufgabe bekomme, ich bin eigentlich so schnell fertig, ich bekomme die Aufgabe, ich bin zack, ich gebe nochmal ab, aber ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Also alle arbeiten, ich glaube, ich bin der Einzige, der so schlau ist. Und dann mache ich die Aufgabe und dann zack, 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 und dann bin ich direkt fertig und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Einfach erklärt mit James! Tipp Nummer 7, das ist der letzte und wichtigste Tipp. Sei direkt und komm zum Punkt. Findest du das Mädchen hübsch? Willst du sie mal außerhalb der Schule sehen? Dann frag sie! Mädchen stehen darauf, wenn man zeigt, was man will. Okay, komm, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wende alle Tipps und Tricks an, die ich dir in diesem Video erklärt habe. Geh zu ihr hin und frag sie, ob sie etwas mit dir machen möchte. Ja, der Peter war das. Der hat heute gekotzt. Na, pfui, Kaki. Welch Peter? Achte darauf, langsam zu reden und locker zu bleiben. Hey. Ja? Melanie, ich weiß, du hast mich schlecht in Erinnerung, aber ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. In der Vergangenheit, Digga, ich war ein Loser, ich hab mich nicht einmal getraut. Hey, rede langsamer! Ich hab mich nicht einmal getraut, mit dir zu reden. Was meinst du? Melanie, hör zu. Ich hab mich verändert. Kevin! Willst du mit mir Eis essen gehen? Oh mein Gott, du wirkst wirklich viel cooler als davor. Ich würde sehr gerne mit dir Eis essen. Aber... Ja!
Kevin, ich würde gerne mit dir Eis essen, aber ich stehe auf Frauen. Was? Period. Warte mal. Verpiss dich! Sorry. Sowas kann auch passieren. Ist ganz normal. Aber wichtig ist, dass du jetzt gelernt hast, wie man mit Frauen redet. Wenn wir schon beim Thema Lernen sind, brauchst du Nachhilfe in Mathe und bist Ausländer, dann frag auf gar keinen Fall deinen Vater. Wieso? Denn in diesem Video zeige ich dir Nachhilfe mit Vätern, Deutsche versus Ausländer. Oder du klickst hier drauf, die Lara als Babysitterin. Ob es dem Baby danach gut geht? Keine Ahnung, schau selber. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann beweise es mir, indem du diesen Emoji in den Kommentaren reinschreibst. Wir sehen uns nächste Woche und bye.